Für die SPD kommt die Aufstockung der Mittel für den öffentlichen Nahverkehr zu spät. Man bräuchte jetzt sofort mehr Geld und nicht erst 2021, sagte der SPD-Verkehrsexperte Martin Rivoire. Wer in Stuttgart ab kommendem Jahr Fahrverbote verhängen wolle, der dürfe nicht weitere 3 Jahre warten, bis er die Mittel für den Ausbau des ÖPNV erhöhe. Nur so könne es gelingen, die steigende Nachfrage nach Bussen und Bahnen zu befriedigen. Stattdessen mache Minister Herrmann wieder klein-klein und sei mutlos.